Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute, euer Herz verzage nicht. Die lange Nacht über die Brüdergemeinschaft von Taizé. Eine Sendung von Andreas Mein. Viele sagen heute, ach, die Jugend von heute, und die wissen sich nicht zu benehmen und die besaufen sich nur noch und nee, das geht gar nicht und ganz, ganz grausam. Und hier wird dann einfach nochmal gezeigt, dass es auch ganz anders geht. Dass einfach eine ganz friedvolle Atmosphäre möglich ist mit Jugendlichen. Michael Müller als Zivildienstleistender in Taizé. Dreimal am Tag die Gewalt der Glocken. Glocken fangen an zu läuten, es bleibt alles stehen und liegen. Wir gehen in die Kirche, um dort zu verweilen, um da zu sein. Und wenn ein Jugendlicher nicht kommen würde, dann würde er fehlen. Es ist nicht so, dass das dann nur für die Liebhaber ist, sondern es ist ein gemeinsamer Akt, aber kein totalitärer. Sondern jeder kann sich seinen Platz in der Kirche suchen, jeder kann auch nicht mitsingen, wenn er nicht will. Aber es ist doch ein tiefer Moment der Gemeinschaft, ohne dass man sich dabei an den Händen fassen muss oder irgendwas machen muss. Frère Wolfgang, seit den 70er Jahren Bruder in Taizé, jener Gemeinschaft im französischen Burgund, die Hunderttausende junger Menschen aus aller Welt anzieht. Yes, I think people come here as they are, with their questions, with their doubts. It's often a great surprise for die jungen Leute kommen hierhin, so wie sie sind, mit ihren Fragen und ihren Zweifeln. Sie denken, christliche Kirchen seien Orte, wo man beurteilt wird, wo es um Normen geht und um einen Glauben, der in diese oder jene Schublade passt. Wenn sie entdecken, dass sie hier über alles reden können, über ihre Situation, so wie sie ist, dann ist das manchmal sehr befreiend. There's sometimes a great relief. I'm not judged. Frère Emil. Seinen Nachnamen will er nicht nennen. Das finden die Brüder zu bürgerlich. Ohne zu zögern kann ich sagen, dass das eine der größten Freuden ist, die ich persönlich erlebe, und die wir als Brüder erleben. Wenn ich von einer Reise oder von einem längeren Aufenthalt zurückkomme, hier wieder in die Kirche komme, sehe, dass die Jugendlichen mit da sind, dass wir alle, Brüder und Jugendliche, gemeinsam in eine Richtung schauen. Das ist ja auch ein Ausdruck. Es gibt in uns allen eine tiefe Erwartung. Das ist etwas vom Schönsten, was wir hier erleben dürfen. Frère Alois, der Prior der Communauté von Taizé und Nachfolger des Gründers, Frère Roger. Perdona tu prójimo sus faltas, así tus faltas te serán a su vez perdonadas. Förlåt din medmänniska den orätt hon har gjort, så utplånas dina egna synder när du ber. Freedom, freedom, freedom.
In die Kirche der Versöhnung in Taizé kommen seit 4 Jahrzehnten Millionen Jugendliche aus der ganzen Welt, angezogen von einer Communauté, deren Prior einen außergewöhnlichen Lebensweg zurückgelegt hat. Yves Quirin in seiner Biografie, Frère Roger, Gründer von Taizé. Der Lebensweg dieses charismatischen Mannes beginnt 1915 in der Schweiz. Roger Schütz wächst auf in einer protestantischen Pfarrersfamilie. Als junger Mann leidet er an einer schweren Lungenkrankheit. Später studiert er evangelische Theologie in Lausanne und Straßburg. 1940 lässt er sich in Taizé nieder, einem Dorf in Südburgund. Roger Schütz versteckt Juden und Oppositionelle vor den nationalsozialistischen Besatzungstruppen. Die Situation wird immer gefährlicher. Roger Schütz muss zurück in die alte Heimat, in die Schweiz. Als Frankreich befreit ist, kehrt er nach Taizé zurück. Jetzt kümmert er sich um deutsche Kriegsflüchtlinge. In der Zwischenzeit hatten sich ihm die ersten Brüder angeschlossen. 1949 versprechen sie Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Die evangelische Brüdergemeinschaft richtet sich ökumenisch aus, will die Einheit der Christen fördern. Im Laufe der Jahre kommen immer mehr junge Leute, die in Taizé zu Gast sein wollen. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang ist Roger Schütz Prior der Gemeinschaft. Bis zum 16. August 2005, jenem Tag, an dem ihn eine psychisch kranke Frau ersticht. Mitten in der Kirche, während des Gebets. Also ein Mord in Taizé. Nachher habe ich mir gedacht, jetzt ist Taizé wirklich ein Ort noch mehr für alle. Vorher konnte man noch denken, Taizé ist so ein Paradies, ja, ein Ort für Leute, denen das Leben gut tut und in diese Richtung. Ja. Und jetzt ist es vollkommen klar, dass es ein Ort ist, wo auch alles passieren kann, was anderswo auf der Erde passiert. Aber wir haben es durchgetragen und es ist nichts von der Fülle hier verloren gegangen. Der Tod konnte das Leben, das wir als Christen hier mit allen, die kommen, leben, nicht töten. Also es ist wirklich was ganz, ganz, ganz Tiefes, was damals geschehen ist. Und das kann man in aller Einfachheit sagen, da muss man keinen Kult und nichts draus machen. Als dann Frère Roger hier nicht mehr für uns da sein konnte, haben wir das zusammen weitergetragen. Und das musste ja auch von einem Moment auf den anderen geschehen. Und es musste ja hier alles weitergehen. Wir haben ja auch das Gebet nicht unterbrochen, weil der Frère Roger immer gerne gesungen hat. Und je älter er wurde, desto mehr war ihm das wichtig, das Singen. Er wollte immer singen, singen, singen. Und wir haben weitergesungen, selbst als er dann im Sterben lag in den letzten Zügen. Und ich bin sicher, dass das genau das war. Es hat niemand das Recht, ein Gebet in Taizé abzubrechen. Das ist absolut unvorstellbar. Was kann auf der Erde geschehen, dass wir das abbrechen müssten? Frère Rogers Leben und Wirken ist Teil der Kirchengeschichte, der Geschichte Europas überhaupt. Es ist kein Zufall, dass ihm in den Jahren zwischen 1980 und 1990 mehrere große Preise zuerkannt wurden. Die Gesellschaft und die politische Welt erkannte in ihm einen Brückenbauer und einen Versöhner. Die Kirchen sahen ihn als einen Menschen, der andere zusammenführte. Sie konnten ihn sich nicht fernhalten und standen mit ihm in einem manchmal schroffen und beschwerlichen Dialog. Taizé, evangelischen Ursprungs, näherte sich dem Katholizismus und bewegte sich doch auch in die andere Richtung. Es hat den Protestantismus wie die katholische Kirche beeinflusst. Der Historiker Yves Quirin. Paciente, desafable, no tiene envidia.
evangelischen Brüder aus der Provinz wurden von protestantischen oder orthodoxen Bischöfen, von Kardinälen und Päpsten konsultiert. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil der katholischen Kirche vor rund 50 Jahren ging Roger Schütz ein und aus. Eine wichtige Etappe im Leben des Gründers und in der Entwicklung seiner Community. Später, als Thésée zunehmend von jungen Leuten überrannt wurde, mussten sich die Brüder entscheiden. Sie wählten die Gastfreundschaft und waren fortan nie mehr allein. Es entstanden die sogenannten Jugendtreffen in Thésée. Ein paar Jahre danach kam es zu den ersten Jugendtreffen in europäischen Großstädten, jeweils zum Jahresende. Später auch auf anderen Kontinenten. Weniger ist mehr. Einfachheit, Reduktion auf den Kern. Diese Haltungen prägen Thésée heute wie vor 25 Jahren. Die Brüder sind unauffällig gekleidet wie eh und je. Sie fahren Kleinwagen wie eh und je und leben in einem alten Gutshof. Die Gäste verbringen ihren Besuch in Gemeinschaftszelten oder Baracken, auch wie vor 25 Jahren. Sie essen aus den gleichen Plastiknäpfen wie damals und stehen an in Essensschlangen, die immer länger werden. Thésée ist ein Ort, wo ein vergessener Rucksack vom Finder abgegeben wird, inklusive Mobiltelefon und gefülltem Portemonnaie. Thésée ist ein Ort, wo junge Leute damit klarkommen, dass es nach dem Abendgebet nur eine halbe Stunde lang Alkohol gibt. Zum Selbstkostenpreis nur ein Miniglas pro Kopf, zuzüglich Alterskontrolle. Thésée ist ein Ort, an dem in Warteschlangen nicht gedrängelt wird und wo tagsüber junge Leute singend mit Schrubbern unterwegs sind, um die Toiletten zu säubern. All dies gelingt, weil sich die Jugendlichen hier auf Augenhöhe begegnen. Sie organisieren sich weitgehend selbst. Thésée, dieses Erbe hat Frère Alois von Frère Roger übernommen. Seit August 2005 ist er der Prior von Thésée. Nach dem Schweizer Gründer, also ein deutscher Nachfolger. So, ich bin Frère Alois und komme aus Deutschland, in Stuttgart aufgewachsen, ja. In Bayern geboren, meine Eltern kamen aus dem Sudetenland, noch weiter vom Osten. Und ich bin dann nach Thésée, also noch weiter in den Westen gegangen in meinem Leben, ja. Bin gleich nach dem Abitur hierher gekommen, nach Thésée, kannte Thésée vorher schon natürlich, war mit Freunden hier vorher und wollte ein Jahr lang hierher kommen nach dem Abitur und jetzt bin ich immer noch hier. Wann haben Sie sich entschieden, hier zu bleiben? Während dieses Jahres, ja. Es sind immer einige Jugendliche hier, die nicht nur eine Woche bleiben, sondern längere Zeit hier und ich war unter diesen Jugendlichen und bin im Laufe dieses Jahres noch stärker in dieses gemeinsame Leben reingewachsen und habe das noch mehr entdeckt und habe mich dann entschlossen, hier zu bleiben. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt sind Sie Nachfolger des Gründers dieser Kommunität. Ja, das ist wirklich ein großer Sprung, ja, und es sind auch inzwischen viele Jahre vergangen, als ich eingetreten bin. Das war 1974. Eine ganz andere Zeit und Frère Roger war damals sehr jung und ganz dynamisch, hatte ständig Ideen und war ständig in Sorge um die Jugendlichen, ja. Wir müssen die Jugendlichen noch mehr verstehen, sagte er immer, ja, und sie leben in einer Zeit, die nicht leicht ist und wir müssen sie begleiten und verstehen und ihnen helfen, ihre Gaben zu entdecken. Und dann ist Frère Roger aufgebrochen und hat selbst auch Aufenthalte in Armutsgebieten gemacht, was einige Brüder von uns über Jahre tun im Augenblick in Bangladesch, Brasilien, Senegal und auch in Südkorea. Und Frère Roger ist damals nach Kalkutta gegangen, nach Haiti und hat in Armutsgebieten mitgelebt und hat einige von uns Brüdern immer mitgenommen. Ja. Und das hat unseren Horizont ganz weit geöffnet und auch unser Leben hier in Thésée beeinflusst. So, das waren die 70er Jahre, dann die Jugendtreffen, die außerhalb Thésées angefangen haben. Und für mich war das eine der Hauptaufgaben, diese europäischen Jugendtreffen jeweils zum Jahresende in einer Großstadt in Europa mit vorzubereiten, ja, mit der Ortskirche jeweils. Ja. Und das war spannend. Das war auch mit großen Risiken verbunden, weil man ja nie weiß, wie viel kommen, funktioniert das, wird das ein finanzielles Debakel? Ja, ja. Jedes Jahr ist das mit
Risiken verbunden bis heute. Jetzt machen wir das 30 Jahre lang. Aber jedes Jahr ist es wie neu. Und dazu kam das, dass in die Zeit fiel, als sich langsam die Grenze in Europa durchlässiger wurde und dann schließlich fiel. Die Mauer ist gefallen. Wir konnten schon vor dem Mauerfall kleinere Treffen in Osteuropa, in Mitteleuropa machen. Frère Roger ist schon 1980 in die DDR gegangen. Wir konnten dort ein Jugendtreffen machen. Aber es waren nur Jugendliche aus Mitteleuropa da, nicht? Es war noch nicht gemeinsam möglich. Und dann, als die Grenze sich geöffnet hat, war das wie eine Explosion von Hoffnung, von Freude, ja? Und die europäischen Treffen haben dadurch noch eine neue Bedeutung bekommen und das geht bis heute weiter, nämlich zusammenzuführen, was lange getrennt war, und diese Trennungen sind bis heute noch nicht ganz überwunden. Ja? Wir hatten ein Jugendtreffen in Vilnius in Litauen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir noch zusammenkommen zwischen Ost- und Westeuropa. Nachfolger eines so charismatischen Gründers zu sein, das ist eine Aufgabe, um die Sie wahrscheinlich nicht jeder beneidet. Es ist ein strukturelles Problem, womöglich im Schatten eines solchen Mannes zu stehen. Wie haben Sie sich mit Verlaub freigeschwommen? Es war eine lange Entwicklung. Frère Roger hat mich schon daraufhin angesprochen, als ich ganz jung war. Ich war 24 Jahre alt. 1978 hat Frère Roger mich daraufhin angesprochen, schon einmal. Ich sagte, nein, das kann ich nie machen. Ja. Und Frère Roger sagte ja. Und er hat mit den anderen Brüdern dann im Laufe der Jahre, mit jedem Bruder einzeln, darüber gesprochen. Denn zuvor war bei einem Bruderrat der ganzen Kommunität die Entscheidung getroffen worden, dass er einen Nachfolger bestimmen soll. Ja. Dann 8 Jahre vor seinem Tod hat er in unserem Bruderrat noch einmal darüber gesprochen und so ist das langsam gewachsen und war vorbereitet auch. Ja. Die letzten Jahre, als Frère Roger sehr alt war und nicht mehr so dynamisch natürlich wie in seinen Jugendjahren, waren für uns Jahre der Vorbereitung, viel mehr als wir uns damals bewusst waren. Das sehen wir jetzt im Nachhinein, dass das für die ganze Kommunität Jahre der Vorbereitung waren, nicht nur für mich persönlich. Und ich habe auch mehr den Eindruck, dass wir als Kommunität Frère Roger nachfolgen. Nicht ich bin der Nachfolger, sondern die Kommunität. Ohne voyeuristisch oder zu privat werden zu wollen, wie haben Sie seinen Tod erlebt? Und das war schrecklich. Ich war gar nicht in Tessé. Ich war in Köln, wo dieser von der katholischen Kirche organisierte Weltjugendtag stattfand. Und wir waren dort in einer Kirche und haben dort den ganzen Tag und den ganzen Abend über Gebete gehabt und Jugendliche aufgenommen. Und ich hatte mein Telefon gar nicht eingeschaltet. Ein Bruder hat mich erst eine Stunde nach dem Tod von Frère Roger erreicht und hat mir diese unglaubliche Nachricht gesagt, ja. Es war so unglaublich, dass ich unfähig war, in der vollen Kirche, die Kirche war voller Jugendliche, den Jugendlichen zu sagen, vor einer Stunde ist Frère Roger in der Kirche in Tessé ermordet worden während dem Gebet. Ich war unfähig, das den Jugendlichen zu sagen. Hab aber dann gemerkt, dass die Jugendlichen über SMS das schon alle wussten. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Zehntausende von Jugendlichen, die da in Köln versammelt waren. Und ich bin dann in der Nacht zurückgefahren. Ein sehr nettes Ehepaar hat mich mit dem Auto direkt in der Nacht zurückgefahren und habe dann gehört, wie es hier war in Tessé, nämlich dass das ein großer Schock war für alle. Und dann hat einer der verantwortlichen Polizisten, es war viel Polizei hier natürlich, und hat den Brüdern gesagt, ihr müsst noch einmal, es war schon Mitternacht, die Jugendlichen alle in der Kirche versammeln. Denn die sind alle ganz am Boden zerstört und sind hier über den ganzen Hügel zerstreut. Es ist Mitternacht und ihr müsst die noch einmal in der Kirche versammeln. Dann haben die Brüder hier um Mitternacht die Glocken geläutet. Alle sind in der Kirche zusammengekommen. Und einer der älteren Brüder hat allen gesagt, jetzt müssen wir uns den Frieden weitergeben.
Und das war wie ein Wendepunkt, nämlich dass etwas von Frieden gekommen ist. Und es war so, als ob schon das, was Frère Auger doch als sein Testament lassen wollte, nämlich den Frieden des Herzens und den Frieden unter den Menschen, als ob das schon auf dem Hügel sich ausbreitet. Und als ich zurück war am Morgen, habe ich alle Brüder nach dem Morgengebet umarmt und unser Leben ist weitergegangen. Es gab so etwas wie letzte Worte, ein Vermächtnis von Frère Auger, der ja gerne sehr aphoristisch sprach. Und ja, es ist nicht leicht zu deuten, was diese letzten Worte zu sagen haben. Wie lauten sie und wie haben sie dieses Vermächtnis gedeutet? Ja, es war ganz seltsam. Am Nachmittag vor seinem Tod war er mit einem Bruder zusammen und sagte ihm, wenn unsere Kommunität alles noch mehr ausweiten könnte. Und das war alles. Er hat den Satz nicht zu Ende gebracht und war plötzlich wieder ganz müde. Also nur dieser halbe Satz eigentlich, ja. Und was für uns auch ganz wie ein kleines Zeichen war, dass wir diese Aufforderung auszuweiten nachgehen sollen. Und das muss in unseren Herzen beginnen zuerst. Dass wir nicht ängstlich werden, dass wir uns nicht einmauern, dass wir nicht, und wir leben doch jetzt in einer Zeit, wo auch viele Schwierigkeiten auftauchen und es ist nicht mehr die Aufbruchzeit. In den 70er Jahren war eine Aufbruchzeit da, dann noch einmal nach der Wende in Europa war noch mal Aufbruchzeit da, aber jetzt ist eher so, jeder will retten, was zu retten ist und das führt einfach oft zu Isolationen und zu. Und in dieser Situation sagte Frère Auger, keine Angst, ausweiten, ja. Und dann haben wir uns auch überlegt, was kann das ganz konkret bedeuten, ja. Und eine Antwort ist gekommen, die schon im Raum war und auf die Frère Auger schon eingegangen ist, auf diese Frage, nämlich, wie können wir uns noch stärker, nicht einfach nur hier europazentriert Kirche erleben und Erneuerung in der Gesellschaft suchen, sondern das geht heute nicht mehr. Wir brauchen dazu den Kontakt auch zu den anderen Kontinenten. Frère Auger hat das selbst gemacht. Er ist in Elendsvierteln gegangen. Er hat Jugendtreffen gemacht in Indien, in den Philippinen, in Südamerika, in Südafrika, aber nicht mehr in den letzten 10, 15 Jahren. Da war er zu alt. Und das haben wir wieder ganz neu aufgenommen. Also ein Zeichen davon, dass Jugendliche alles tun wollen, um sich für Frieden und Verständigung einzusetzen. Oh.
Tizé ist ein Politikum. Tizé ist kein Ort, wo die Welt ausgeblendet wird. Zukunftsangst, Politik, all dies findet hier Raum. Quer durch die Abschottungen in der Gesellschaft leben. Stille, Solidarität, Politik. Für Jugendliche mit einem Bruder. Mittwoch, 19.30 Uhr, La Morada. So steht es auf einem Plakat. Einer von vielen Workshops und Gesprächsrunden in Tizé. Hier werden Argumente ausgetauscht. Aber vor allem, es wird zugehört. Tizé ist auch eine Schule der offenen Rede, der Debattenkultur. Etwa in diesem Workshop mit Bruder Wolfgang. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich habe das Gefühl, dass es in Halle echt extrem ist und man nicht sagen kann, ich wohne dort und dort, ohne dass irgendjemand dann gleich sagt, naja, du bist ja dann bestimmt aus der und der Kategorie. Und ich finde es zum Beispiel ganz klasse, hier in Tizé ist auch ein Mädchen, die blind ist, die weiß nicht, ist ja schon auffällig. Und es ist natürlich schon so, dass man dann hinguckt, weil es einfach so ungewohnt ist, dass es einfach nicht die Normalität ist, weil das einfach so separiert wird aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft irgendwie. Und ich finde es total klasse, dass ich denke hier, dass einfach ganz unkompliziert ist. Es war heute in meiner Gesprächsgruppe, in der ich vorhin war, ein sehr großes Thema. Wir hatten eine Bibelstelle vom Propheten Elia, der nicht mehr weiter konnte, der nicht mehr weiter wusste, der sich hingesetzt hat, und dann aber wieder aufgestanden ist und weitergegangen ist, Kraft bekommen und er ist dann wieder weitergegangen. Also warum resignieren Menschen so stark, dass sie diese große Stille um sich einfach zulassen, dass sie einfach sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, ich genieße die Stille. Also ihr seht Stille mehr so als Funkstille. Ja. Dass Leute einfach gar nicht mehr, nichts mehr sagen wollen, weil sie glauben, es ist eh nichts mehr zu machen und auch zu sagen. Also wie ich dann auf Tizé kam, das ist schon länger her, da war hier ein Thema, den Stimmlosen eine Stimme geben. Aber eigentlich denke ich bei Stille jetzt auch so mehr die Stille, die wir hier haben mit den gemeinsamen Gebeten. Und zwar auch auf dem Hintergrund, dass da alle jetzt wirklich mal gleich sind. Also wer viel weiß oder wenig weiß, wer gut sprechen könnte, aber nicht so gut, wer sich gar nicht ausdrücken kann, selbst wer stottert. In der Stille sind also alle zusammen, das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch, Gemeinschaft kann ja nur wachsen aus einer Gelassenheit heraus, also nie unter Druck. Und wenn also Regierende ihre Völker unter Druck setzen, um die irgendwo hinzubringen und so, dann... Also wird ja meistens den Leuten gesagt, entweder ihr seid das Beste aller Völker oder eine Schicht im Volk ist die Beste, Rassen, Klassen, was alles schon war. Das heben wir in Tizé hier auch auf. Wo ist das aber zu Hause? Wie kann man sowas zu Hause entdecken oder versuchen, ein Stück umzusetzen? Also das finde ich zum Beispiel immer besonders schwer, wenn ich aus Tizé zurückkomme, mich da wieder so reinzufinden und das ein Stück weit umzusetzen, weil hier, finde ich, ein ganz anderes Klima herrscht, also eine ganz andere Atmosphäre. Man hat das Gefühl, man könnte auf jeden zugehen und ihn ansprechen und wird da nie enttäuscht werden, weil alle sich gegenseitig irgendwie ein gewisses Vertrauen schenken. Und das fehlt mir zu Hause immer. Also ich könnte zum Beispiel zu Hause nie einfach so meine Sachen irgendwo liegen lassen und die Tür nicht abschließen, ohne zu wissen, dass da jetzt jemand nicht einbricht oder so. Und also ich finde, in Tizé habe ich dieses Vertrauen gegeben und diese Gewissheit. Und die finde ich eben zu Hause nicht. Dadurch, dass ich Menschen fremd sind, bin. Selbst wenn man auf der Straße Fremde sieht, würde man die nicht ansprechen, so wie es hier vielleicht wäre. Was ich an der Stille schön finde, was Sie vorhin erläutert haben, was man hier im Gebet findet, wenn man sich zusammenfindet und zusammen schweigt, ist, in die Stille kommt man mit so einer gewissen Neutralität. Also irgendwie, man hat nichts, was man mitbringt, was ein gruppenspezifisches Anzeichen ist, sondern Stille bedeutet für mich dann auch einfach erstmal gar nichts zu sein oder eben alles zu sein, keine Ahnung. Also eben nichts zu haben, was einen irgendwie spezifiziert. Thank you.
Frère Roger hat keine eigene Theologie entwickelt, als wollte er sich nicht überheben, als sollte Thésée klein und unauffällig bleiben. Und doch hat Roger Schütz gern und viel geschrieben. Die Liste seiner Bücher ist lang. Sie haben Titel wie »Die Quellen von Thésée«, »Gott will, dass wir glücklich sind« oder »Aus der Stille des Herzens«. Vieles davon ist, zumindest stilistisch, zeitgebunden. Vieles jedoch strahlt eine zeitlose Weisheit aus. Als mich eine Lungentuberkulose aufs Lager warf und der Tod nahe zu sein schien, las und meditierte ich viel. Allmählich wurde mir klar, dass es darauf ankommt, eine Gemeinschaft von Männern ins Leben zu rufen, in der jeder sein ganzes Leben hingeben kann. Schon in den ersten Jahren unserer Communauté haben wir Brüder zu singen begonnen. Einige von uns konnten Noten lesen und sangen mehrstimmige Choräle von seltener Schönheit. Damals wurde mir klar, dass der Gesang eine unersetzliche Stütze für das gemeinsame Gebet ist. Frère Roger in »Eine Ahnung von Glück«, Erfahrungen und Begegnungen. Was zählt, sage ich, ist das Innere des Menschen. Das äußere Bild, das sich manche machen können, bedeutet mir wenig. Ich ziehe nun einmal ein gewisses Stillschweigen vor. Versöhnung unter den Christen ist heute dringend nötig. Sie kann nicht bis ans Ende der Zeiten verschoben werden. Konkretisiert sich die ökumenische Berufung nicht in einem Gemeinschaftsleben, führt sie nirgendwo hin. Wir wollten nicht erneut eine Entwicklung auslösen, wie sie in der Geschichte der Christen immer wieder eingetreten ist, nämlich eine weitere Kirche zu gründen, sobald die Dinge schlecht stehen oder eine neue Inspiration auftaucht. Viele, die versucht haben, eine neue Kirche zu gründen, waren am Anfang voller Eifer. Doch mit der Zeit stellten sich die Mängel, die sie beseitigen wollten, wieder ein. Wir haben keine Methode für die Jugendarbeit. Wir erheben nicht den Anspruch, eine Lösung gefunden zu haben. Jede Vorgehensweise bleibt unangemessen. Ich würde bis ans Ende der Erde gehen, wenn ich könnte, um immer wieder zu sagen, dass ich in die junge Generation Vertrauen habe. Thank you.
Frère Emile stammt aus Timmins, einer kleinen Stadt im nördlichen Ontario, Kanada. Die Winter in Timmins, 700 Kilometer entfernt von Toronto, sind sehr streng. Emile ist in einer Familie mit 13 Kindern aufgewachsen. Er hat von klein auf gelernt zu teilen. Das einfache Leben in Taizé war für ihn nichts Neues. Aber bis heute erstaunt ihn noch vieles in diesem Dorf, das so anders ist als seine alte Heimat. Well, I suppose what is specific here is the size, in a way, the numbers of people, to have so many thousands of new people every day in the summer. Ich glaube, das Spezifische hier in Taizé ist zum einen die Größe, die Zahl der Besucher. Ständig bin ich umgeben von neuen Menschen. Im Sommer sind es zwischen 3.000 und 5.000, bis zu 6.000 Menschen, und das jede Woche neu. Vielleicht können Sie sich das vorstellen. Dreimal am Tag ist die Kirche absolut voll mit Menschen. Und du hast diese Körper um dich herum, diese Nationalitäten, all diese Leute, die so intensiv nach etwas suchen. Das macht etwas mit dir als Person. Tausende um dich herum suchen mit dir nach etwas, das wir Gott nennen. Die Kirche ist oft eine halbe Stunde, bevor die Kirchenglocken läuten, völlig überfüllt. In diesem Sinne sind wir in Taizé wirklich privilegiert. Bei uns kommen keine Zweifel auf, dass das Christentum heute relevant ist. Wir werden ständig darin bestärkt. Man kann es auf den Gesichtern der jungen Leute ablesen, dass sie etwas entdeckt haben, eine Freude oder eine Hoffnung. Was auch speziell ist für uns Brüder, immer verfügbar zu sein für all die Leute, die hierher kommen. Manchmal sind die Tage sehr voll mit persönlichen Begegnungen. Verfügbarkeit, das ist ein wichtiger Teil in unserem Leben. Your day in some months of the year can be very full of personal meetings. Availability is an important part of being a brother, I think, yeah. Glauben Sie, dass Taizé ein politischer Ort ist? Well, actually, the word political can mean many different things. It's not political in the sense we don't tell people who to vote for, but it is a place where people think. Politisch, wortwörtlich, kann ja vieles bedeuten. Taizé ist nicht politisch in dem Sinn, dass wir den Leuten sagen, wen sie wählen sollen. Aber es ist ein Ort, wo Menschen darüber nachdenken, welche Welt wir aufbauen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und dies sind Fragen, die sehr präsent sind in Taizé. Es gibt Workshops zu der Frage, ist es möglich, eine andere Art des Wirtschaftens zu entwickeln, mit mehr Solidarität? Eine Ökonomie, in der mehr geteilt wird. Es gibt Workshops zur Frage, wie ist es möglich, offen zu sein für andere Kulturen? Welches Europa wollen wir? Wie ist Frieden möglich? Also, das Leben hat politische Dimensionen, die wir nicht ausklammern. Wir wollen dabei helfen, dass die Menschen Vertrauen finden. Wir wollen ihnen helfen, den Fatalismus zu bekämpfen, diese zynische Haltung gegenüber der Gesellschaft. Es kommen viele Politiker und politisch denkende Menschen hierher. Dann sehen sie all diese jungen Leute und sie fragen, was motiviert die? Woher nehmen sie die Energie, sich früh morgens um 7 wecken zu lassen, dann aufzustehen, um in die Kirche zu gehen? Woher kommt das? Motivation. Das ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Wir wollen die jungen Leute unterstützen, damit sie motiviert sind, damit sie Energie entwickeln. Und genau das geschieht hier beim Gebet und in der Begegnung mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern. In den 60er und 70er Jahren kamen viele Gruppen nach Taizé, die enthusiastischer waren. Damals wurde viel geredet über Kampf, Einsatz und Engagement. Dieses Vertrauen in Worte, das ist verschwunden. In den 90er Jahren wurden die Menschen demütiger, was die Wirkung von Worten betrifft. Ich glaube nicht, dass die Sehnsucht, etwas zu verändern, weg ist, aber die Menschen sind skeptischer. Und so ist es Teil unserer Arbeit heute, den Leuten die Zuversicht zu geben, Veränderung ist möglich. Wir müssen uns nicht dem Defätismus unterwerfen. In den 60er oder 70er Jahren bestand unsere Herausforderung darin, denen, die große Reden schwingen konnten, die Realitäten vor Augen zu führen. Heute besteht die Herausforderung darin, zu entdecken, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als wir denken. And today the challenge is perhaps to help people discover there are more possibilities than we think. Frère Emile, Bruder in Taizé. Mit ihm geht die erste Stunde dieser langen Nacht zu Ende. Was macht Taizé so besonders, dass es zu einem weltweiten Phänomen wurde? Und wie leben die Brüder? Ein Blick hinter die Kulissen, gleich nach den Nachrichten in der zweiten Stunde dieser langen Nacht über Taizé.